Gut, dann schaue ich mal rein, ob wir noch irgendwas Interessantes haben. Also, Prinzip. Soll denn noch Schönes? Ja, nee, wird's so nicht. Weil es dauert jetzt wieder ein bisschen. Weil Imami möchte, muss mich erst kontaktieren. Das dauert jetzt leider immer ein wenig. Also ich denke, das ist gut, da kann ich den Imami nur sowas machen. Ja. Eieiei, weißt du, stehen schon die Mitarbeiter auf den Füßen. Es gibt keinen Urlaub, es gibt auch nicht mehr Gehalt. Vergiss es. So. Ich meine, es sind zwar nur 750, aber ich nehme sie mal trotzdem mit raus. So, Tresor fließen. Es kommen sowieso nach und nach noch einige Immobilien. Weil umso mehr Immobilien, umso besser läuft der Nachtclub, umso mehr Kohle bringt der. So, dann bin ich sofort wieder da, bevor es jetzt gleich weitergeht, weil ich gehe kurz aufs Klo. So, ich habe immer noch, habe ich wieder eine Nachricht bekommen. Bald wissen wir, wie die Daten. Na, es ist jetzt gerade ein bisschen öde. Ja, und sehr viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Nee. Überlaufkalt ins Bett. Ja. So. Kann ich jetzt noch mal rein? Ich hoffe, dass das jetzt nicht so lange dauert. Aber noch ein Security-Auftrag zur Not nebenbei. Gute Zerstörung gegen Terminierung, Rettungsmission. Auch noch. Schütze den Klienten. Güter zerstören. Ja, wir haben die alle schon gemacht, die auch die Klienten, ne, beschützen und so haben wir das schon gemacht. Keine Ahnung.
Ach, ist so was, wir machen das nebenbei. Bevor wir jetzt so eine Blöd in der Gegend rumstehen, kann ich auch noch sowas nebenbei machen. Ich hätte auch einen Helikopter rufen können. Wo bist du lang? Bist du schon wieder raus? Ich bin gerade schon im Fahrstuhl, ja. Okay, weil ich hätte uns gesagt, ich hole einen Helikopter, je nachdem, was wir brauchen. At the wrong time, and so does today's client. He's supposed to be in witness protection after he busted his boardroom buddies with their hands in everybody else's cookie jar. But I guess somebody talked. His convoy just got ambushed somewhere near the La Puerta scrapyard. Rescue his ass, and we get fucking paid. So, wir sollen den Klienten erledigen, so wie ich das richtig verstanden habe gerade. Suchen und nach Hause bringen. Oder sowas war das ja. Aber ich dachte, wir haben was mit erledigen. Okay. Ja gut, das soll auf dem Schrottplatz sein. Also wahrscheinlich müssen wir da nicht mehr. Das sieht doch hier noch irgendwas aus. Da würde ich fast aussagen. Blutspuren. Siehst du hier Blutspuren? Nee. Da stand gerade, nutze die Blutspur. Ah, hier, ich hab's. Ja, gelesen habe ich's auch. Ach, da unten. Aber diese Funk, hä? Wo sind die? Hier lang. Die müssen ja irgendwo hinführen. Hier. Warte, ich muss kurz gucken. Weil sind die da drin? Das kann doch die auch sein. Nee. Warte mal. Hier auf dem hinteren. Ja, hier sind unsere Fußspuren, ne? Das weißt du. Sind das unsere? Ja. Oh ja. Natürlich, klar, das verwirrt gerade so ein bisschen. Hier ist Blut. Warte mal, hier. Hier ist auch nicht offen. Ich guck gerade. Das ist jetzt gerade so ein bisschen die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Es ist natürlich blöd, dass die unsere Fußspuren mit dabei haben. Das verwirrt nämlich das Ganze. Hier links ist der. Ich hab ihn. Ja, ich hab's schon gesehen. Was? Jetzt folgt der dir. Alles gut, da kommen Autos. Wir müssen erstmal zu meinem Auto zurück. Thank you.
mal pflücken. Ist drin. Drift. Ja. Over there. Den habe ich jetzt nicht kommen sehen. Sagt Sven ja auch manchmal. Aber langsam macht mir das Ding ein bisschen Spaß hier, dieses DLC, dieses kleine. Ein paar coole Missionen dabei, jetzt aber mit dem FAB-Gebäude, das war eigentlich ganz gut. Wenn du selber sagst, das ist natürlich für die Gruppe ist das ein bisschen blöde. Gerade jetzt, weil die eine Mission zum Beispiel nur zu zweit war, aber ich denke mal so zu zweit so nebenbei zu daddeln. Ist das okay? Ich glaube, wir müssen aussteigen, oder? Klient wurde gerettet. Wow, 46.000. Ja, warum nicht? Sehr ärgerlich, dass du nicht das gleiche Geld bekommst, weil du hast es ja genauso gemacht. So, zurück zur Agentur. Ja, und dann mache ich auch Schluss. Alles klar. Dann machen wir das. Hey, Boss. Warte mal, jetzt kommt gerade das Ding. I'm done with the analysis on that data we pulled from the FIB. So what are we looking at? I'm seeing three data signatures in three different places, all matching up with Dre's phone. Damn, so three people got copies of this thing, right? Yep. And they all went dark a while ago. I have a last known location, but that's all. Shit. Hey man, we gotta find them all. Yeah. I got the deeds on your computer back at the office. I'll go through it when you're back. Jetzt habe ich gerade eine Nachricht bekommen, dass es weitergeht. Weil du willst Feierabend machen, ne? Ja. Schade. Jetzt hätte ich gedacht, wir machen jetzt das nächste Ding noch. Nee, können wir morgen machen. Ja, morgen hast du ja selber gesagt, machen wir ein bisschen mehr Zeit. Ne? Dann können wir das morgen vielleicht sogar bis zum Ende durchziehen. Zumindest das Hauptteil, Abteil. Ich dachte, wie fit du bist. Achso, nebenbei, diese ganzen Folgen hier mit dem DLC, wie ihr merkt, laufen übrigens nebenbei, neben unserem eigentlichen GTA 5 Content. Also das ist hier ein bisschen was Eigenständiges. So. Jo. Dann. Feierabend für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge, geht es auch mit dem Ding weiter, was wir da eben angekündigt haben.